bin nicht alleine heute auf der Bühne, zum Glück. Apropos Stress, wie war das? Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hallo Philipp. Alle, hallo an den Marco. Wir sind heute mit dem Thema da. Wo steht's gleich? Irgendwo. Ich glaube dann auf dem oder dem oder dem. Money Mindset. Denn, jetzt geht es vielleicht um etwas anderes Eingemachtes. Wenn es ums Geld geht, bin ich davon überzeugt, dass wir in der Schule wahrscheinlich nichts gelernt haben. Wenn es ums Geld geht, bin ich überzeugt, dass jeder irgendeine Erfahrung gemacht hat, irgendeine Verbindung hat und irgendeinen emotionalen Kontext damit hat. Und wenn es ums Geld geht, bin ich überzeugt, dass über Vermögensaufbau, Vermögenserhalt die wenigsten viel wissen. Ich hatte es nicht. Und wie heißt das so schön? Beim Geld hört die Freundschaft auf, oder? Es gibt ein paar andere, die sagen, beim Geld fängt die Freundschaft erst an. Und da sind jetzt wir zu Hause, glaube ich, mit unserem Thema Money Mindset und finanziell unabhängig zu sein, finanzielle Freiheit vielleicht zu erleben, innerlich zu erleben. Und nochmal, ich bin nicht alleine, deswegen möchte ich gleich das Wort an Marco Scheidbach geben. Bin super happy, dass der Marco mit mir gesagt hat, hey, dieses Thema könnten wir zusammen aufstellen. Es gibt nicht nur diesen Vortrag, sondern wir haben auch weiterentwickelt, Workshop und darüber hinaus Möglichkeiten. Wir werden es euch heute Step by Step zeigen. Wir werden nicht alles machen können in dieser, unter Anführungszeichen, kurzen Zeit. Aber wir möchten mal auf jeden Fall Minimum einen Impuls und dann einen Workshop in die Tiefe geben. Marco, bitte, darfst du dir vorstellen. Herzlichen Dank, Philipp, auch für die Einladung. Herzlich willkommen an diesem schönen sonnigen Nachmittag. Der Schweizer Kollege, nicht weit entfernt von mir, hatte uns ja richtig angespornt. Und wir sind alle aufnahmefähig für das Thema Money Mindset. Wie der Philipp das richtig gesagt hat, ich habe bis dato über 20 Jahre in der Finanzbranche bin ich tätig und habe noch niemand kennengelernt, der in der Schule das Thema Money, Geld gelernt hat. Oder befindet sich hier jemand, der das in der Schule gelernt hat? Oh, alle okay, lächeln. Okay. Einen Moment. Klaus, so, so. Mhm. Klaus, bitte. Ja, ich glaube, wir haben in der HTL in Linz vor 35 Jahren doch auch ein bisschen, kleines bisschen was, über Wirtschaft und Steuern und wie man Geld vermehrt gelernt. Okay. Das ist schon, also mal, Basis, ja. Aber doch etwas. Ja. Gut. So, ich würde gerne ein paar Fragen stellen, bevor wir richtig in das Thema einsteigen oder uns damit auseinandersetzen. Und zwar, was bedeutet für Sie Geld? Für mich ist Geld ein Mittel zum Zweck. Mittel zum Zweck, okay. Wer will noch? Für Sie, was bedeutet Geld? Für mich persönlich, dass ich mir was kaufen kann. Okay. Gibt es Freiwillige auch? Und für den Herrn, was bedeutet es für Sie? Dass ich das machen kann, wann ich es brauche. Okay. Kurze Frage, sind Sie finanziell frei? Ich glaube nicht, nein. Okay. Diese Frage nehmen wir jetzt nochmal auf. Und zwar, das ist jetzt echt gemein, gell? Wir haben ja die Kärtchen, hat die noch irgendwie jeder? Das wäre jetzt wirklich spannend. Mit grün beantworten wir die Frage, bin finanziell frei? Ja, bin finanziell nicht frei mit rot. Gut, jeder für sich. Für mich, und das kann ich auch gleich sagen, gibt es kein Schema X. Und das werdet ihr nachher auch noch sehen. Sondern bin ich für mich finanziell frei oder bin ich nicht frei? Also grün, es gibt ein paar grüne. Gut, es gibt ein paar rote. Folgefrage, wer war ehrlich? Ja, Thema Geld, wissen wir, gell? Da gehen die Grünen hoch, super, das ist auch gut. Mag ja nicht jeder darüber sprechen, oder? Also wir stellen ja gemeine Fragen, dafür sind wir ja da. Also ich sage, als Coach bin ich genau dafür da, damit ich gemeine Fragen und, Entschuldigung, den Ausdruck, Arschlochfragen stelle. Das ist unser Job. Genau.
Entschuldige, Marco. Kein Thema. Eine Frage noch, wer verwaltet das Geld? Machen Sie das persönlich? Haben Sie einen externen Berater? Persönlich? In der Kombi? Okay, sehr gut. Haben Sie Geldsorgen allgemein? Immer wieder. Spannendes Thema, was verändert oder sich? Was verändert? Na, Philipp. Keine Schuhe, schaut. Okay. So, oder zum Fenster raus, oder? Nein. Okay. Na, aber die Wirtschaft und das ganze Finanzwesen, das verändert sich extrem schnell. Und wir wissen nicht, was morgen passiert. Wer sind die Entscheidungsträger? Wir sind irgendwo im System drinnen und können uns nur dann auf bestimmte Ziele und Reaktionen vorbereiten oder auch sagen, okay, vielleicht bin ich wirklich finanziell frei. Egal wie jeder das selber definiert von dem her. Aber was wir schon sehen, ist, dass wieder ein starker Umbruch stattfindet. Wer hätte gedacht, dass mal Ukraine und Russland innerhalb kürzester Zeit da einen Krieg ausbricht? Ja, okay, ein Zukunftsforscher vielleicht, ich weiß es nicht, oder Hellseher. Oder Hellseher, genau. Ja, das Thema Finanzen ist ein sehr spannendes Thema, weil sich sehr, sehr viel in den letzten Zeit gewandelt hat. Es kommen neue Methoden an den Markt, die klassischen Sachen wie Geld sparen, Sparbuch, ich glaube nicht mehr in der Mode, einmal bei uns in Vorarlberg nicht mehr, Bausparen, ist auch schon in der Vergangenheit. Man beschäftigt sich mit neuen Themen und wir wissen aber nicht, wer hat das Zepter in der Hand und wer drückt den Knopf und sagt, okay, wir haben auf einmal kein Fiat oder kein klassisches Bargeld mehr. Leben wir in der Zukunft nur noch mit einem App? Wer weiß, das wird sehr spannend. In diesem Thema möchten wir aufzeigen, was wir dazu benötigen, und zwar von einem Fundament aufgebaut, dass alles zuerst mit dem Mindset beginnt. Und da wird der Philipp jetzt ein paar Sachen dazu vorstellen und erklären. Genau. Und ich komme dann immer etwas dazu und bringe ein paar Fragen und Beispiele mit, auch Erfahrungen aus der Praxis. Und der Philipp wird es auch gleich nochmal sagen, wir sind nicht hier, dass wir hier eine Predigt abhalten. Genau, nein, keinen Fall. Bedeutet, wir möchten euch mit involvieren. Ihr dürft bitte gerne jederzeit Fragen stellen oder wenn was auf der Seele brennt, unbedingt zu diesem Thema, dass wir glauben, dass es wirklich spannend ist. Ihr habt das wahrscheinlich jetzt schon bemerkt. Natürlich bin ich der Mindset-Typ. Marco kommt von der anderen Ecke und ist der, der auch mit Realität, mit den Zahlen arbeitet. Und glücklicherweise haben wir zwei eine gleiche Basis zu sagen, okay, es muss immer vom Fundament nach oben gehen, ganz klar. Es muss das, was überhaupt möglich ist, mit dem muss man arbeiten und nicht umgekehrt das, was vielleicht möglich ist, arbeiten. Das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt und wir sind keine Zukunftsforscher oder sonst irgendwas, die glauben, naja, der nächste Boom wird kommen und wir warten auf die nächsten Millionen. Wir sind mit weniger, mit sehr viel weniger absolut zufrieden. Und es geht nicht darum, wie viel Geld wir auf dem Konto haben, sondern wie emotional unabhängig, emotional frei wir sind. Also bitte, wenn Fragen sind, einfach Hand hoch, ganz simpel, so wie es ist. Eine kleine Agenda habe ich natürlich mitgebracht. Jetzt habt ihr über mich, also den ersten Punkt habt ihr schon überlebt, super. Über mich und Marco schon ein bisschen was gehört. Ich werde noch ein bisschen was mehr über mich erzählen. Ein paar Fakten, was wir so wissen, ein paar ungeschriebene Gesetze. Wir werden uns mit den Glaubenssätzen natürlich beschäftigen und unsere individuelle Beziehung zu Geld. Wir werden auch ein paar Schlüssel, ein paar Ideen zu diesem Thema mitgeben. Die Fähigkeiten, die jeder dafür braucht aus unserer Sicht, das Allerwichtigste, dieses Rätsel können wir gleich lösen, das ist jeder Einzelne. Das ist leicht beantwortet und schnell beantwortet. Schon wieder einen Punkt geschafft, können wir schon abhaken. Und wir gehen dann Step by Step über in den Workshop, beziehungsweise machen natürlich nochmal eine kleine Pause da dazu. Okay, den haben wir eh schon ein paar Mal gesehen, den Typ da. Um dieses Thema Geld und Money Mindset ein bisschen zu plakativ aufzuzeigen, erzähle ich immer gerne ein bisschen was von meiner Geschichte. Ich bin klassisch aufgewachsen, wie wahrscheinlich so viele. Tatsächlich irgendwo auf dem Land, auf dem Berg, super behütet. In meinem Leben hat es in den ersten 20 Jahren, ich würde sagen 18 Jahren, hat es nichts anderes gegeben wie Sport. Schule, naja, okay.
Haben wir auch gemacht, so schlecht war ich nicht zum Glück. Habe mich da gut gemacht in den ersten Jahren, aber als es dann später in die HAK, Handelsakademie in Österreich, gegangen ist, da war dann plötzlich nicht mehr so gut. Und das ist schon mal der erste Gedanke. Ich bin in eine Wirtschaftsschule gegangen und ich behaupte, ich habe über Geld, Vermögensaufbau, Vermögenserhalt nichts gelernt. Das ist mein Bezug dazu. Ich habe tatsächlich diese HAK-Matura dann auch geschafft und tatsächlich auch nur durchgezogen, weil ich unbedingt Sport studieren wollte. Und diesen Traum, der war weg, so wie ich es jetzt gemacht habe, wie eine Luftblase. Aus. Weshalb? Ich bin reingerutscht ins klassische Arbeitsleben, habe eine, würde sagen, ja, Bilderbuchkarriere quasi gemacht, vom Tellerwäscher zum Geschäftsführer. Und als ich in diesem Geschäftsführerposten drin gesessen bin, haben wir gedacht, super. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit diesem beruflichen Leben? Was machen wir mit dieser Karriere? Und irgendwie habe ich mir auch selber ein bisschen die Türen nach oben oder nach weiter oben zugemacht. Das ist ein bisschen eine andere Geschichte, die aber eine gute Geschichte ist. Da können wir vielleicht gerne anders mal besprechen. Aber ich wusste im Unternehmen, Riesenkonzern, nicht, was ich als nächsten Step tun könnte. Und das war so der erste Gedanke, okay, was mache ich denn noch mit meinem Leben? Was soll das beruflich sein? Und da war ich Ende 20, als ich mich dann aufgemacht habe, nach tatsächlich meiner wahren Leidenschaft zu suchen, die ich nicht gewusst habe, was sie ist und was sie sein könnte, gepaart für mich mit Beruf, weil das immer für mich ein Riesenthema war und immer sehr, sehr wichtig war. Ich bin halt noch davon überzeugt, wenn ich 7, 8, 9, 10 Stunden am Tag arbeite, also sagen wir mal das klassische Drittel, dann muss das Spaß machen. Das muss Spaß machen. Wenn das nicht Spaß macht, dann muss ich sofort was anderes machen. Sofort am nächsten Morgen oder heute. Am liebsten jetzt. Das ist wichtig. Aufgemacht, mich damit beschäftigt und wieder auf diesen Traum zurückgekommen. Eigentlich wollte ich mal Sport studieren, habe ich nie gemacht. Und über diese Umwege habe ich dann eben das Mentale, dieses Feld, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung studiert. Mein komplettes Leben umgedreht. Bis dorthin immer noch nichts über Finanzen, Finanzwesen wirklich gelernt. Habe für einen riesen Konzern gearbeitet, reingeschäffelt. Nicht für mich, sondern für die anderen, klassisch. Also die anderen haben gut verdient und was habe ich verdient? Klassisch. Klassisch wenig, muss jetzt dazu gestehen. Aber es hat Spaß gemacht, also es war schon mal nicht so schlecht. Aufgemacht, studiert, komplettes berufliches Leben verändert. Ich würde sagen, tatsächlich mein ganzes Leben eigentlich verändert, weil mit dieser Idee, was ich überhaupt machen will, hat sich auch mein Leben gedreht. Und habe aber auch dann, von Ende 20 bis, ich würde sagen, fast Ende 30, immer noch nichts mich damit beschäftigt. Vermögenswerte, dieser Begriff, ja, war mein Begriff, ja. Aber was ist ein Vermögenswert? Ich hatte keine Antwort drauf. Das Einzige, was ich wusste, ist, wenn jemand sagt, ein Vermögenswert Auto, dann sage ich, ja, okay, diese Geldmaschine, das funktioniert, glaube ich, nicht. Weil jedes Mal, wenn ich den Zapfdings reinstecke und heute eine Dreierzahl da schon oben steht, dann spätestens heute haben wir kapiert, dass das kein Vermögenswert mehr oder überhaupt jemals war. Jetzt könnte man behaupten, der Philipp hat mindestens 20 Jahre seines Lebens finanziell gesehen, nicht wirklich was erarbeitet oder gearbeitet in diesem Sinne und sich was aufgebaut. Ja, aber da kommt ein Prinzip ins Spiel, egal was wir tun, ob für uns positiv oder negativ, alles bringt uns oder macht uns auf den Weg oder bringt uns auf den Weg. Und jeder Impuls, der kommt, jedes Steinchen, das sich uns in den Weg legt, ist unsere Möglichkeit zu sagen, okay, was wollen wir dann damit machen? Was müssen wir mit diesem Stein machen? Und ich sehe das nicht als Steine, das erkläre ich vielleicht nachher nochmal ganz kurz, sondern ich sehe das immer als Knetmasse. Erfahrung ist Knetmasse. Die Frage ist, was mache ich mit der Knetmasse? Mache ich eine Mauer, wo ich jeden Mal dagegen renne? Kann man machen. Und diese Mauer kommt immer wieder, das ist ja das Blöde im Leben. Und ich glaube, es ist das Gute im Leben, weil wenn ich diese Knetmasse erkenne und diese Erfahrung erkenne und sage, okay, stopp mal, das ist eigentlich meine Chance für den nächsten Step. Genie lacht, weil wir haben gerade vor ein paar Wochen darüber gesprochen, im anderen Bezug. Das ist eigentlich eine Chance im Leben. Ja, stimmt, gell?
Was machen wir jetzt damit? Wie verändern wir das? Und wie nehme ich diese Knebmasse, dass am Schluss des Tages eine Freiheitsstatue dort steht und keine Mauer? Darum geht's. Das sind so diese Dinge. Also vielleicht geht es daherin manchen, wie es mir auch gegangen ist. Mit diesen Dingen habe ich mich tatsächlich nicht beschäftigt. Ich muss es leider zugeben. Aber deswegen bin ich auch heute hier genau mit diesem Thema. Deswegen habe ich dieses Thema überhaupt aufgerissen und bin happy, eben, dass der Marco da hier mitspielt in diesem Thema, weil ich behaupte, jetzt mit Anfang 40 plus, habe ich endlich den letzten Baustein meines Lebens geschafft und ich bewege mich dorthin in Richtung finanzieller Freiheit und weiß, dass ich tatsächlich Ende des Jahres dort bin. Emotional und real. Und da kommen wieder mir zwei ins Spiel, wo es eben genau darum geht, es gibt eben beide Seiten. Ich habe vorher gesagt, jeder hat wahrscheinlich irgendwelche individuellen Erlebnisse. Und ich habe die auch gehabt. Ich habe mit Anfang 20 mich schon zum ersten Mal selbstständig gemacht. Geniale Idee. Das war super. Grün hinter den Ohren und blauäugig, wie man so schön sagt. Es ist super, hat super funktioniert, 3 Jahre lang. Bis dann Mitte des Monats die Bankomatkarte mal in den Automat reingeht und nicht mehr rauskommt. Wer hat sowas schon mal erlebt? Also ich hab einfach gewusst, fuck. Das ist jetzt nicht, weil der Automat kaputt ist. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich was tun muss. Jetzt muss ich irgendeine Veränderung machen, weil sonst überlebe ich das Spiel nicht. Ich bin heute stolz darüber, dass diese Schulden, die ich damals aufgebaut hatte, 50.000 jeden Cent bezahlt habe und dass ich niemandem was schuldig bin. Dieser mentale Aspekt ist mir auch sehr wichtig gewesen, damals schon. Andere würden in Privatkonkurs gehen und sagen, hör, hinter mir ist Sintflut, haben halt andere Pech gehabt. Mir war das, ich habe es nicht so gespürt. Ist es sehr nah gegangen, dass da andere eigentlich auch involviert waren, mit dem, was ich nicht gekonnt habe, nicht geschafft habe. Also wieso soll jemand anders büßen? Also büße ich, habe 3 Jahre, 3,5 Jahre viel Energie, Zeit reingesteckt, um jeden Groschen zu bezahlen und bin heute happy darüber. Was haben wir noch mit dabei an so Stories? Eine der Stories ist, oder würde ich sagen, ist, dass meine Mama zum Beispiel lange Zeit nicht mit Geld umgehen können. Und jetzt fängt das ganze Spiel schon mal an und das wissen wir. Wir sind geprägt von wem? Natürlich von unseren Eltern. Ganz, ganz klar, kann man keine Entschuldigung geben. Und das ist auch nicht böse gemeint, weder für die Eltern noch für uns. Sondern wir nehmen das mit, das ist so. Jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie ich das dann gemacht habe. Mein Papa hat versucht, das halt halbwegs zusammenzuhalten. Als sie meine Eltern dann haben scheiden lassen, hat auch er Haus und Hof quasi verloren, sprichwörtlich. Und nochmal, unter Anführungszeichen, mit damals 50, glaube ich, neu angefangen. Kann man machen, muss man nicht. Also ja, all diese Prägungen, all diese Geschichten, das hat mir so vorhin so gut gefallen bei der Steffi, die Geschichten, die wir uns erzählen, in diesem Sinne die Geschichten, die uns unter Anführungszeichen widerfahren, weil ich bin auch da überzeugt, die widerfahren uns nicht grundlos, sondern eben, das sind Knetmassen, müssen wir daran und damit arbeiten. Genau. Jetzt geht es um eines für mich. Schema X aus meiner Sicht gibt es nicht. Ob das unser Leben so ausschaut quasi, das ist vielleicht überspitzt, oder ob das so ausschaut, ist unsere eigene persönliche Entscheidung. Und es ist immer individuell. Die Erlebnisse, die ich gemacht habe, da hat jeder wahrscheinlich irgendein anderes Erlebnis gemacht, das vielleicht annähernd oder ungefähr in diese gleiche Richtung geht. Und ich bin mir sicher davon überzeugt, da kann jeder nochmal eine Hand hoch, jeder hat schon mal Geld auf irgendeine Art und Weise verloren in seinem Leben, oder? Alle Hände, super, cool. Solange wir es nicht da rausschmeißen. Alles noch okay. Erfahrungen, genau. Also es sind eben individuelle Erfahrungen und es ist unser individueller Job, damit umzugehen, damit was zu tun. Bevor wir in die Tiefe gehen, wollen wir uns ein paar Facts anschauen. Falls zwischendurch Fragen sind, ihr wisst Bescheid. Gell? 50, also es ist eine Befragung, by the way, ich arbeite mit dem Gallup-Institut zusammen, das ist eines der größten Marktforschungsinstitute der Welt. Da kriege ich immer Statistiken, wenn ich was anfrage.
Und die sind jetzt von 2016. Ich habe jetzt keine neuere, tut mir leid. Aber so, wenn man jetzt die letzten 6 Jahre zurückblickt, ich weiß nicht, ob es so viel besser geworden ist. Spaß beiseite. 50% sind glücklich in ihrem Leben. Das ist schon mal für mich eine katastrophale Zahl. Es wird aber noch katastrophaler für mich persönlich, denn 50%, nur 50% sind zufrieden, nicht glücklich. Sie sind zufrieden mit ihrem Job. Wir reden nicht einmal von glücklich. Diese Statistik will ich auch noch sehen. Vielleicht ein kleiner Input aus der Praxis. Diese 50%, wo hier vermutlich befragt wurden und gesagt haben, ich bin zufrieden im Job. Was ist denn mit den anderen 50%? Ich sage es immer, die sind Gefangene vom System. Oder machen sich selber zum Gefangenen, oder? Oder machen sich selber zum Gefangenen. Ja, bitte. Ja. Europaweite, ja. Ja, europaweite, richtig. 50% sind glücklich in ihren Beziehungen. Mit der Scheidungsquote in Österreich weiß es über 40%. Und da kommt wieder dieses Sprüchlein ins Spiel. Oder? Bei Geld fängt es an interessant zu werden. Da fängt es wirklich an spannend zu werden. Und wir kennen das sicher, bin ich auch überzeugt, in unseren Beziehungen. Wenn plötzlich Geld ins Spiel kommt, dann lernt man die Leute mal wirklich kennen. Ein paar lachen schon. Gerald. Aber eine Statistik, die mich wirklich wie eine Watsche getroffen hat, ist die letzte. Und das ist eine Aussage vom Oktober letzten Jahres. Oktober letzten Jahres. Noch keine Teuerungen XY. Noch kein Pandemie noch nicht vorbei. Sind wir immer noch nicht vorbei. Kein Russlandkrieg, Ukraine-Krise. 75% der Menschen können sich den Lebensstandard, das ist jetzt in Österreich, das ist österreichische Statistik, nicht mehr leisten. Und hat der Marco vielleicht noch aus der Realität die eine oder andere Anekdote vielleicht. Also es ist so, dass wir bei uns auch das sehen, dass diese 75% wirklich in der Praxis schon angekommen sind. Aber niemand gibt es in der Öffentlichkeit gerne zu. Niemand verlässt seine Komfortzone und sagt, okay, es tut mir leid, ich kann meine Fixkosten nicht mehr bezahlen jeden Monat. Ich habe Kurzarbeit, ich kann nur noch 50% arbeiten in meiner jetzigen Firma. Oder ich wurde gerade gekündigt, habe keine Perspektive. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn man da selber drinnen steckt, was macht das mit den Leuten? Ängste, Stress, Krankheiten, Schlaflosigkeit. Und. Scheidungsrate, Freunde zerbrechen. Und das erlebe ich jeden Tag. Die Leute kommen und sagen, okay, es hat sich alles schlagartig geändert. Die Firma hat zugemacht oder ich muss nach Hamburg oder sonst irgendwo hin. Und die Prognosen, die sind wirklich nicht super in der nächsten Zeit. Aber es gibt Lösungen und zu diesen Lösungen oder zu diesen Ansätzen kommen wir auch noch, ja. Natürlich. Dazu, ja. Mir ist es wichtig gewesen, dass der Marco da was dazu sagt, weil der hat tatsächlich tagtäglich genau mit diesen Themen zu tun. Und es ist wichtig, dass ihr das versteht, aus meiner Sicht ist es wichtig, dass da steckt wirklich was dahinter. Und was lernen wir aus diesen Statistiken? Ich habe die nicht einfach zu Spaß ausgewählt, weil einerseits verstehen wir vielleicht somit die Korrelation zwischen, wie geht es uns innerlich, emotional, wie schaut es aus eben mit unseren Ängsten, mit unserem Stress, wie schaut es eben mit unseren Beziehungen aus. Das sind alle Statistiken, die eigentlich belegen, ja, wenn ich ehrlich bin und einmal um die Ecke schaue und wirklich mal dahinter schaue, da ist noch ein bisschen mehr drin. Und da muss ich vielleicht einmal tatsächlich hinschauen. Im Wegschauen sind wir sowieso gut, das kennen wir schon, aber im Hinschauen sind wir nicht immer so gut. Und auch bei diesem Thema müssen wir zwingend hinschauen. Und da möchte ich auch noch ein, zwei Sachen dazu sagen, grundsätzlich zu dieser ganzen Geschichte, und das ist auch ein Teil unserer Philosophie, wie wir die Dinge einfach sehen. Es geht einfach darum, uns geht es vor allem darum, dass es nicht wichtig ist, wie viel Geld ich aus ihrem Konto habe, wie viel vielleicht Millionen, das ich verdienen kann, mit welcher Investition ich den nächsten, Million-Dollar-Business-Deal kriege oder von null auf wohin auch komme. Unser Bestreben ist,
diese innere Freiheit zu haben, diese finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen und einen Standpunkt zu haben, wo ich sage, super, so wie der Thomas vorhin gesagt hat, ich kann tun und machen, was ich will, und zwar, wenn ich es will. Für das ist mein Geld da, für das verdiene ich das Geld. Ich sage immer, uns fehlt hier und da mal, glaube ich, diese italienische Lebensphilosophie. Die arbeiten nicht fürs Geld, sondern das Geld arbeitet einerseits manchmal für sie, aber auch sie arbeiten fürs Leben. Es geht ums Leben, es geht nicht ums Arbeiten. Noch eine Stunde mehr arbeiten, wie die Steffi heute auch schon erzählt hat, 9:30 Uhr nachts am Freitagabend, die anderen sind im Kino und wo bin ich? Das kann nicht unser Ziel sein. Das kann tatsächlich nicht unser Ziel sein. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es Spaß machen muss. Und dann ist Arbeit nicht mehr Arbeit, sondern so wie es mir geht, ich freue mich jede Minute drauf, Zeit mit jemandem zu verbringen, den ich, was ich auf irgendeine Art und Weise weiterhelfen kann. Mit meiner Expertise, mit meinen Techniken, was auch immer. Das ist für mich die Basis des ganzen Spiels. Okay. Ich glaube, es gibt einfach auch ein paar ungeschriebene Gesetze in diesem Thema. Und es spielt für mich keine Rolle, ob man angestellt ist, selbstständig ist oder sonst was. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich bin überzeugt, das geht allen irgendwie gleich. Ich glaube auf der einen Seite, dass Geld verdienen und der Verdienst, den wir haben, 100% damit korreliert, wie wir bewusst und allen voran unterbewusst damit umgehen oder wie wir die Dinge sehen. Marco sieht es vielleicht noch ein bisschen anders, auch von der realen Seite, aber am Ende des Tages ist es wieder genau dasselbe Spiel. Beides gehört zusammen. Wir müssen von der Realität her mit dem, was wir haben, arbeiten können, aber auch unser Mindset muss einfach zuarbeiten, damit wir auch dorthin kommen, wo wir eigentlich auch mal hin möchten. Ja, Thomas, bitte. Ja, Entschuldige. Passt gut. Danke. Gerne. Ja. Ich bin kein Banker, nein. Also ich bin ursprünglich aus dem Tourismus, habe dort gestartet in der Küche als Tellerwäscher, ja, und habe dann dort einige andere Sachen gemacht im Tourismus und bin durch Zufall in die Finanzbranche gekommen und habe da auch meinen Background. Ich habe alles gemacht, was mit dem Thema Geld zu tun hat. Klassisch Bankenausbildung, klassisch Versicherungsausbildung, Vermögensberatung, Treuhändler, Maklerei, die ganzen... Sag mal, früher hat man gesagt, Klinkenputzer, Strukturvertriebe, ich habe mir die alle angeschaut, habe mir auch das hergeholt, was die machen, wie die zu uns kommen in die Praxis, zu jedem Einzelnen, egal welcher dort sich wo befindet, wie die den Sachen, das Thema Geld den Leuten erklären. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist komplett der falsche Zugang. Und dann habe ich gesagt, okay, ich setze das komplett auf eine neue Schiene auf, mache ein neues Fundament und habe einfach dann gesagt, okay, ich habe mit den Leuten gesprochen, geredet und habe gesagt, okay, was würdest du sagen, wenn ich dir helfe, dass du zum Beispiel deine Fixkosten einfach jeden Monat bezahlt bekommst? Wie fühlt sich das an? Wie geht's dir? Und ich habe am Philipp ein Beispiel erklärt aus der Praxis. Gibt es wahrscheinlich da draußen unzählig viele, wo wirklich im Lebensmittelbereich an einer Kasse arbeiten oder wo, heute sagt man, Facility Managerin ist. Früher hat man gesagt, okay, die kommen zu uns in die Firma oder zu Hause und werden dort unsere Reinigungstätigkeit machen. Und die Dame ist gekommen und hat gesagt, okay, ich habe 420 Euro pro Monat. Was kostet heute eine Zwei-Zimmer-Wohnung? Was kostet das Leben, alles, was wir dazu benötigen? Und der Banker hat dir gesagt, du bekommst kein Konto mehr bei uns. Die Karte eingezogen. Die Freunde, die Familie rundherum. Wer ist denn gekommen und hat ihr geholfen? Sie hatte aus meiner Sicht, das sagt sie selber, das sind ihre Worte, sie hat jemanden kennengelernt und der hat gesagt, okay, geh mit, geh zu Marco, schildere mal deine Situation, vielleicht kann er dir helfen. Und dann haben wir begonnen zu arbeiten und haben da was aufgebaut, nicht von heute auf morgen,
über 4-5 Jahre und sie hat jetzt das doppelte Einkommen, die doppelte Summe. Und sie sagt, Marco, ich bin reich. Und das ist mein Background. Ja. Also ursprünglich auch aus der Versicherungsbranche dann gekoppelt, ja. Genau. Und tagtäglich mit eben Geldaufbau, Gelderhalt, Investitionsthematik ist ja ein Riesenthema bei Marco. Genau. Also, klar, das Feld hat sich so einfach entwickelt, weil die Zeit bleibt nicht stehen. Ich habe viele Businesspläne gemacht, ohne hier Wunder was zu präsentieren. Ich mache Finanzpläne für Unternehmen, Startups, bestehende Unternehmen. Wenn sie in Schieflage kommen, kommen sie zu mir und sagen, okay, kannst du mal das durchschauen, anschauen, was sind die Fehler und so weiter. Und das Spektrum ist riesengroß geworden, aber ich sehe immer wieder, was muss passieren, egal, ob das privat eine Firma ist, die gerade erst beginnt aufzubauen, Startups oder bestehende Unternehmen, was passiert denn da? Und das ist das Thema, wo ich sage, okay, ich schaue vielleicht von einer anderen Ecke, wie der Philipp gesagt hat, das einmal an, genau. Red mit den Leuten und zwar nicht die, wo oben sitzen, sondern die, wo unten sind. Und meine Erfahrung sagt, okay, wenn die oben nach unten gehen und da ordentlich mit offenem Ohr zuhören, dann würde jedes Unternehmen, da bin ich voll und ganz überzeugt, viel besser harmonieren. Die Motivation wäre viel höher, die Krankenstände nehmen ab. Ich habe solche Beispiele. Und jeder geht gerne mit Spaß arbeiten. Und das Tolle ist, was ich auch sehe aus der Praxis, das Geld kommt automatisch dann. Wenn dann der Chef oder der Vorgesetzte, egal welcher Abteilungsleiter und so weiter, kommt und sagt, okay Philipp, super Arbeit, schau, Kuvert. Ah, danke, Anerkennung. Oh, danke. Oh. Und auch habe ich noch nicht oft gehört in meiner ursprünglichen Karriere. Und auch das sage ich auch immer im privaten Bereich, sich selber zu belohnen, das ist auch ein Thema, das, zu dem kommen wir nachher noch. Wer hat denn sich das letzte Mal wirklich belohnt? Oh ja, genau, Hände hoch. Okay. Brav. Sehr gut. Yes. Gut. Super. Genau. Ungeschriebene Gesetze. Da genau. Kommen jetzt ein paar Punkte, genau. Wo auch aus der Praxis sind. Der Philipp hat sie aufgenommen und da starten wir jetzt weiter. Genau. Also ich bin einfach überzeugt, man muss nicht immer alles wissen, aber wir brauchen vielleicht eben das eine oder andere Team dazu oder ein paar Experten dazu. Marco hat ja am Anfang auch die Frage gestellt, wer verwaltet es selber, wer macht eine Kombination oder wer gibt das Thema ab. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Eine Frage, die aber mich persönlich meilenweit vorangebracht hat. Und ich bin gespannt, ob jemand eine Antwort auf das weiß. Mir hat mal jemand die Frage gestellt, was ist deine 10.000 Dollar? Der hat es in Dollar gesagt. Kannst du jetzt in Euro sagen, ist mir wurscht. Dollar oder Euro, Skill. Was ist deine Fähigkeit, die dir 10.000 Dollar einbringt? Nicht im Jahr, im Monat. Patrick hat eine Antwort. Begeisterung. Danke. Ich bin vor dieser Frage gesessen, habe da, du Depperter, die Frage ist, kannst du schenken, ich habe null Idee, was meine 10.000 Dollar Skill sein könnte, was mich befähigt, im Monat so viel Geld zu verdienen, weil wo ist unser Mindset wahrscheinlich? Im Schnitt irgendwo zwischen 1.500 und 2.500 im Monat. Das wäre wahrscheinlich der Schnitt vom klassischen Arbeiter. Von dem geht es sicher mal aus. Ich habe noch nicht eine Befragung durchgeführt, aber es wird wahrscheinlich ungefähr dort sein. Und dann kommt einer und fragt dich um 10.000 Dollar. Das ist ja das ist so ein Gap, das ist so ein Spalt, wo ich gedacht habe, okay, da brauche ich noch ein bisschen. Tatsächlich, jetzt erzähle ich die Geschichte auch fertig gerne, tatsächlich habe ich eine Nacht darüber geschlafen, um am nächsten Morgen aufzuwachen und eine Antwort darauf gefunden zu haben. Und das ist der Grund, wieso es die Academy gibt. Weil ich für mich erkannt habe, ich kann Leuten beibringen, wie das ganze Spiel funktioniert. Ich kann ihnen beibringen, wie diese mentale Komponente funktioniert. Dass wir diese Macht zu uns zurückführen können, so sage ich das immer, und Herr und Meister unseres eigenen Lebens sind und selber uns beeinflussen können. Und das Leben nicht uns passiert. Im Gegenteil, wir sind der Herr und Meister.
Und diese Antwort war genug, zu sagen, okay, dann machen wir eine Akademie. Ich war eh schon selbstständig unterwegs, aber das war für mich so der Grund. Also wer eine Antwort auf diese Frage hat, gratuliere, Patrick, gratuliere, weil mich hat die vor Wut, Zorn und eine fast schlaflose Nacht gebracht. Zum Glück nur eine. Julian. Erstens ist es natürlich wieder individuelle Antwort, weil jeder bringt einfach Fähigkeiten mit, hat irgendwie etwas, nennen wir das jetzt einfach im Portfolio, in einem persönlichen Portfolio, damit das möglich ist. Und es geht nicht darum, dass ich sage, okay, ich habe Produkt XY. Es geht nicht darum, dass ich sage, keine Ahnung, ja, Begeisterung. Ich würde jetzt normalerweise den Patrick noch ein bisschen mehr fragen, was da noch mehr dahinter steckt und was aus dieser Begeisterung herauskommt. Der Punkt ist aber, und das stimmt, egal auf welche Antwort, die Skill, die da dahinter steckt, diese Fähigkeit, diese individuelle persönliche Fähigkeit, wenn du die hast und wenn du da wirklich richtig, richtig gut bist, dann kannst du die übertragen, in welche Branche auch immer. Du wirst immer Geld verdienen. Und das ist für mich noch wichtiger, weil im Background, in meinem Unterbewusstsein, ganz, ganz hinten, ich immer weiß, egal was kommt, Philipp, du bist safe. Weil dann gehe ich halt zur Firma XY, weil irgendein Crash ist und ich nicht mehr kann oder was auch immer und sage, hey, ich habe das und das gemacht, ich bringe das mit, das bringe ich mit. Dann ist vielleicht nicht nur eine Skill, sondern ein paar mehrere und ich bin wieder safe und kann Geld verdienen. Egal was passiert in meinem Leben. Diese Fähigkeit, die es für mich ausmacht, die kann ich überall hin mitnehmen und überall hin übertragen. Und das steckt nur in jedem Einzelnen selber drin. Spannende Frage, wo ihr euch gerne aufmachen könnt. Und wie gesagt, der es heute schon weiß, dem gratuliere ich, weil Ginny habe ich mir auch gedacht, genau. Aber der es noch nicht weiß, macht euch keine Sorgen. Also ich habe mit vielen Leuten schon mit dieser Frage gearbeitet. Es ist noch nie über Nacht passiert. Dann bin ich vielleicht glücklich, dass es über Nacht passiert ist. Das habe ich schon gesagt, Niederlagen sind Erfahrungen. Und jeder hat schon mal Geld verloren, jeder hat irgendwo Geld mal weggegeben und gesagt, hoffentlich kommt es wieder und es ist nicht mehr gekommen und wir warten heute noch drauf, 20 Jahre her. Marco hat mir letzte Woche gesagt, wie viele Leute ihm schon versprochen haben, dass das die nächste Millionen-Dollar-Idee ist. Bitte investier doch mal da rein. Der Marco sagt dann, also ich sage immer das, okay, super, danke für die Möglichkeit, für diese Chance. Ich bekomme dann entweder das nur verbal gesprochen oder bekomme sogar Businesspläne oder Konzepte und so weiter, die sprühen, sind voll in ihrem Element und dann sage ich, okay, wieso habt ihr das noch nicht umgesetzt? Wo sind die Zahlen? Wo sind die Zahlen? Wer hat das vorangetrieben? Wer steckt im Background? Wieso ist die Firma in Zypern? Wieso ist die Firma nicht da in Österreich? Oh, hoppla, Zypern. Ja. Oder Dubai, aktuell, alles dreht sich um Dubai. Und sage ich ganz ehrlich, frag mal deinen Steuerberater, was der von Dubai hält. Hat jemand schon mal gehört, Doppelbesteuerungsabkommen? Wow, viel Spaß. Die machen so schnell die Bude zu, dass wir gar nicht um die Ecke schauen können. Ich bekomme im Schnitt aktuell, weil es natürlich ein Riesenthema ist in der Kryptoszene, bekomme ich jede Woche ungefähr 5 bis 8 Projekte vorgestellt. In allen Bereichen. Ob das Umweltcoins sind, ob das Nachhaltigkeitsprodukte sind, Lizenzen oder jemand verspricht, okay, ich werde verschiedene Sachen machen und so weiter. Dann sage ich, okay, und wer soll das finanzieren? Wo ist dieser berühmte Use Case? Wo ist deine Fähigkeit? Zähl mir das mal zusammen. Und dann gibt es Berechnungen, wo ich sage, okay, 2 plus 2 ist halt nicht 5. Und dann nehme ich das Konzept und sage, okay, bitte nimm es wieder mit. Ich bin der Falsche. Oder es gibt ja genug Beispiele in der Praxis, auch in der Vergangenheit, wo wir immer denn in den Medien hören, okay, 100 Millionen Leute haben über ein Konstrukt massiv Geld verloren. Und wenn ich hinkomme und sage, okay, Philipp, was muss ich machen?
du hast 80.000 Euro investiert. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so viel Geld hast. Ja, ich habe das da zusammengekratzt und ausgeliehen und so weiter. Und da ist einer gekommen, der hat mir das super erklärt. Ich war voll fasziniert. Und 4-5 Jahre später, alles weg. Diese Sammelklagen, wo es gegeben hat und so weiter. Das sind richtige Geldvernichtungsmaschinen. Und ich bin immer dann in der Praxis überrascht, weil ich immer denke, okay, woher hat er die 80.000 oder die 10.000 oder die 500 Euro? Und dann ändert sich wieder alles. Dann kommen wir wieder dorthin, wo ich sage, okay, dann kommen die anderen Probleme und Schwierigkeiten und dann kommt der Strudel und es wird immer schlimmer und schlimmer, bis es halt nicht mehr geht. Und dann komme ich ins Spiel und sage wieder, das Glück des Tüchtigen, das gibt's, aber Glück als solches gibt es nicht. Und das ist aus meiner Sicht auch ein ungeschriebenes Gesetz. Eben, wir brauchen auch solche Leute, die sagen, hey, schau dir das mal genau an, bevor du mal irgendwie ein Geld, einen Cent reinsetzt. Das Glück ist wahrlich dem Tüchtigen zugewandt, immer schon gewesen. Sprich, wir müssen auf der realen Seite was tun und auf der mentalen Seite was tun. Sprich auch, das Geld kommt, wenn das Mindset stimmt. Marco hat es vorhin gesagt und ich sage eines, gerade beruflich gesehen, wer beruflich tut, was ihm Spaß macht. Und noch einmal, das hat jetzt immer noch nichts damit zu tun, ob ich selbstständig unterwegs bin oder angestellt unterwegs bin. Wenn ich das tue, was mir Spaß macht, dann kommt das Geld 100% hinterher. Es kann nicht anders. Und dann kommen wir zu etwas, worüber wir heute noch ein bisschen mehr sprechen werden, auch zu diesen Glaubenssätzen. Und tatsächlich hat mich diese Woche eine Frau mal gefragt, weißt du, oder hat zu mir gesagt, weißt du, die Frage, die für mich in dem Thema alles verändert hat, war, fühlt sich das Geld denn überhaupt bei mir wohl? Kommt das gern zu mir? Ich habe gesagt, geil, nächste Arschlochfrage, die muss ich mir merken. Nein, das ist ja Wahnsinn. Also ich habe mir so eine Frage noch nie gestellt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Fühlt sich das Geld wohl bei dir? Kommt es gern zu dir? Bleibt es gern da? Oder geht es auch gerne mal wieder weiter? Wie behandle ich denn das? Und jetzt fängt es schon an zu denken, oder stimmt's? Gehen die Zahnrechnung schon ein bisschen, weil jetzt fangen nämlich an diese, okay, Glaubenssätze, Moment einmal, was kennen wir denn da als für welche? Wir gehen jetzt Step by Step da rein. Sprich, es geht wieder um dieses Mindset. Das habe ich jetzt eh schon gesagt, damit man das nicht, damit ich nichts vergesse. Es geht eben um diese Glaubenssätze und diese Beziehungen zu Geld. Es geht vielleicht auch um Fragen, wie stellen wir uns überhaupt Reichtum vor? Und ganz am Anfang haben wir, wer hat gesagt, müssen wir das einmal definieren, bitte? Ja, du und ich glaube, der Julian hat auch gesagt, das müssen wir, glaube ich, einmal definieren. Jetzt können wir eine allgemeine Definition finden, die ich finde, ist unwichtig. Ich muss eine eigene Definition davon finden. Ja, bitte. Jein. Also für mich, wie gesagt, ich war zweimal in meinem Leben für längere Zeit in Afrika, in Senegal, wenn ich da gesehen habe, dass mindestens 50%, ich weiß die Zahl nicht, aber mindestens 50% gefühlt arbeitslos sind, nichts haben, von Familie und Freunde leben. Und ich habe mit den Leuten mich unterhalten, permanent, jeden Tag, weil ich war da integriert in eine Familie. Die sind happy. Und ich war in einer Familie, die dort unten in Senegal, in Dakar, in der Hauptstadt, als angesehen und wohlhabend angesehen wird. Und die sind das, da unten. Die sind bei uns da, sind das die ärmsten Schlucker. Weil sie haben gefühlt trotzdem noch nichts. Aber die sind happy. Und jetzt frage ich mich, was ist Reichtum? Was ist jetzt Reichtum für mich? Brauche ich den schicksten Anzug? Brauche ich 10 Hemden da drin? Und 5 Badelschuhe, obwohl ich eigentlich nur eines anziehen kann. So, was macht mich glücklich? Hä? Ja, nein, ich weiß, ich habe mehr wie 5 Paar. Und ich glaube, wir haben das heute schon mal gehabt. Irgendjemand hat mich auf diesen Gedanken gebracht. Es gibt ein Buch, es gibt auch einen Film, 100 Dinge. Schon mal gehört. Genau. Mit wie wenig kann ich eigentlich auskommen?
Und Schuhe ist ein super Beispiel. Wenn schon mal allein 30 von diesen 100 Dingen Schuhe sind, was tue ich dann? Okay, überlege mal, ob ich das wirklich brauche. Und es geht nicht darum, habe ich 20, 30, 50 Schuhe, sondern die Frage ist, was steckt dahinter, was brauche ich? Was ist für mich wichtig? Was ist für mich wichtig, dass ich glücklich bin? Was bedeutet Reichtum? Und nochmal, ich bin einfach davon überzeugt, dass Reichtum keine Zahl auf dem Konto ist, sondern eine emotionale Geschichte ist. Zu 100% für mich. Und dann kann ich jetzt entscheiden, ob das heißt, ich habe 5.000 Euro als Notkoffer irgendwo auf der Seite oder ich habe 500.000 als Notkoffer auf der Seite. I don't care. Sprich, nächster Gedanke, ins Grab nehmen wir nichts mit, oder? Wer nimmt was mit ins Grab? Thomas, bitte. Danke, die nimmst, die können wir gerne mitgeben. Wir hinterlassen die Welt im Reinen, oder? Dass die anderen nichts mitnehmen müssen. Also ich möchte da kurz was einwerfen vielleicht. Was nehmen wir mit? Erfahrungen, Begegnungen, vielleicht Erlebnisse, bitte. Nehmen wir auch mit, ja. Aber vielleicht auch gelebte Träume. Ja. Verwirklichung, Freude. Und jetzt wird es wieder emotional, oder? Weil, also aus meiner Sicht geht es auch genau darum. Und jetzt sind wir wieder dort, wo wir vielleicht sagen können, okay, Geld ist ein Mittel zum Zweck. Und ich nehme nichts mit ins Grab, es tut mir leid. Im Gegenteil, ich muss vielleicht noch darauf schauen, dass meine Tochter, die jetzt 4 Jahre alt ist, nicht mit irgendwas weiterleben muss, was ich verbockt habe in meinem Leben. Das ist mein Job. Das würde ich jetzt als meinen Job bezeichnen. Aber sonst, ich nehme nichts mit, es tut mir leid. Also das hat mir noch keiner sagen können, wie das funktioniert. Dass ich noch ein paar Konten im Plus mit ins nächste Leben nehmen kann. Ja? Aber bis jetzt hat sich noch keiner als Pharao bei mir vorgestellt. Also mal schauen. Genau. Vielleicht auch die Frage, wie wir selber eben reiche Menschen sehen. Und jetzt gehen wir langsam mal in diese Glaubenssätze ein bisschen rein, okay? Sprich, haut es einmal raus. Welchen Klassiker kennen wir oder haben wir sogar vielleicht selber? Bah. Aha. Ja. Aha. Hast du den auch mitgenommen? Meiner Mama zuliebe. Ja, super. Das Geld haben wir nicht ehrlich verdient. Ah ja, okay. Mhm. Ja. Aha. Ja, Klassiker. Mein guter Freund hat zu mir gesagt, und das haben mir meine Eltern nicht gesagt, es gibt 3 Gründe zum Heiraten und 2 davon sind Baugründe, oder? Habe ich erst zu viel zu spät erfahren. Das ist sie nicht mehr ausgegangen. Ja, genau. Schönheit vergeht. Hektar besteht, ja. Müssen wir die Bauern heiraten, oder? Haben wir wieder. Ja, schau, jetzt werden wir finanziell intelligent langsam, oder? Auch das funktioniert. So, und jetzt sind wir wieder auch dort, wo wir am Vormittag gewesen sind. Philipp? Ja, entschuldige. Die Dame ganz hinten. Ja, entschuldige. Ja, genau. Genau. Das hat mich die Elisabeth durcheinander gebracht. Jetzt sind wir dort, wo wir am Vormittag waren. Genau, das wollte ich sagen. Es ist nicht gut und nicht schlecht. Es ist ein Glaubenssatz. Und es ist wieder meine Entscheidung, was mache ich jetzt mit dem? Wie wandle ich und drehe ich den, damit es für mich eine Kraft ist? Und das ist immer mein Bestreben. In meinen Coachings, dem, was ich jeden Tag tue, ist genau das mein Bestreben. Es geht nicht darum, ob das jetzt furchtbar negativ für mich ist. Und ja, wir alle wollen die Glaubenssätze auflösen. Und wir wollen alles loslassen und eh klar.
Problem ist, wenn wir heute alles loslassen, das ist vielleicht ein Tipp für den Florian, und morgen irgendwo anders neu die Zelte aufschlagen, einer geht immer mit. Und wenn ich das Problem bin, dann habe ich das Scheiße. Entschuldigung, Spaß beiseite. Florian, ich weiß, das funktioniert. Wenn morgen die Hütte brennt, muss man die Feuerwehr anrufen oder die Versicherung anrufen? Ja, super, gut, dann haben wir alles richtig gemacht. Aber das ist so. Einer geht immer mit und es ist, man kann es jetzt gut und schlecht bezeichnen. Spielt keine Rolle für mich. Es ist, wie es ist und wir sind die Entscheider, die was damit machen. Die Frage ist aber, die Oberfrage für mich ist, welche Beziehung zu Geld hätte ich denn gern? Das war mal eine kleine Übung. So, bevor ihr da umeinander schaltet, nehmen wir es auf die Seite. Nehmt mal gemütlich Platz in euren Sesseln. Ich bitte euch, die Augen zu schließen und mit mir einfach mal mitzugehen. Und zwar stellt ihr euch, machen wir eine kleine Vorstellungsgeschichte, stellt ihr euch das so vor, wie jeder von euch das Leben aus euren eigenen Augen heraus seht und erlebt. Und zwar hast du jetzt in der rechten Hand ein Glas Wasser und in der linken Hand einen Apfel. Reine Vorstellungskraft. Und es ist ganz egal, was für ein Glas das ist, ob es, keine Ahnung, Fünfkant, rund, groß, klein, Longdrink, Whiskyglas, gemustert oder was auch immer, halb leer, halb voll, diese Entscheidung überlasse ich euch. Trinkt aber einen Schluck von diesem Glas Wasser und wir bringen gleich alle Sinne mit rein. Ich sehe schon ein paar lachende Gesichter, das gefällt mir. Alle Sinne bringen wir mit rein. Und zwar so, wie wir es sehen, so wie sich das anfühlt in unserem Mund. Geschmack hat es wahrscheinlich nicht wirklich, aber wir wissen, wie sich das anfühlt, wenn wir das schlucken. Es gibt wahrscheinlich nicht wirklich was zu hören, außer unser Schluckgeräusch vielleicht. Und wir sehen dann auch, dass bei dem Wasserglas ein Schluck fehlt. Wir sehen vielleicht sogar den Wasserrand, der unsere Lippen abgegeben haben. Und dann beißen wir mal herzhaft in den Apfel rein. Grün, gelb, orange, was auch immer der Apfel ist, das ist ganz egal, was du magst, süß oder sauer. Und du hast sofort einen anderen Geschmack im Mund. Und du musst beißen. Du musst kauen, damit er klein wird. Und wahrscheinlich schießen schon alle Rezeptoren im Mund ein. Speichel fließt. Und beim Schlucken ist es auch anders. Und du stellst das auch wieder vor, so wie du den Apfel siehst, dass da ein Stück, ein bisschen fehlt. Vielleicht siehst du sogar deine Zahnabdrücke. Und jetzt gehen wir mal in eine Kameramann-Position. Und zwar stell dich selbst ein bisschen weiter weg von dir vor. Und du bist dieser Kameramann. Und du siehst dir da vorne mit diesem Glas Wasser, mit diesem Apfel in der Hand. Und ein Kameramann kann super coole Dinge. Der kann mal auf Play drücken. Und dann kannst du dich selber beobachten, wie du einen Schluck von diesem Glas Wasser nimmst, vom Apfel abbeißt. Und während der Film da so läuft, kannst du als Kameramann ein paar Sachen ausprobieren. Du kannst einmal auf Pause drücken. Du kannst einmal nah ranzoomen, dass du vielleicht nur dein eigenes Gesicht siehst. Du kannst einmal ein bisschen weiter wegzoomen. Und versuche mal ein 360 Grad rund um dich herum zu gehen in dieser Vorstellung, in dieser Beobachtung von außen. Du bist dieser Kameramann. Und vielleicht kannst du eine Vogelperspektive mal einnehmen. Sehr gut. Und dann probieren wir noch
irgendeine Perspektive von außen, wo du dich selber gut erkennen kannst, vielleicht ein bisschen mehr von dir siehst, egal ob frontal, von der Seite, schräg, spielt keine Rolle, leicht von oben, leicht von unten, was auch immer du dir vorstellen kannst. Und du setzt dich da vorne in Szene, in ein Bild. Vielleicht sitzt du irgendwo und hast ein Glas Wein in der Hand. Und vielleicht ist da ein Tisch vor dir, auf dem ein Bündel Geld liegt. Wenn du jetzt auf Play drückst, kannst du irgendeinen Film abspielen lassen. Wir gehen aber jetzt nochmal zurück in die Vorstellung, so wie du dein eigenes Leben erlebst, aus deinen eigenen Augen heraus. Schaust nochmal in deine rechte Hand und da ist jetzt dieses Glas Wein in deiner Hand. Und wenn du da jetzt einen Schluck davon nimmst, hast du sofort einen anderen Geschmack im Mund. Der Rest bleibt wahrscheinlich gleich, beim Schlucken gleich. Das, was du siehst, bleibt ähnlich. Und jetzt schaust du in deine linke Hand. Und in deiner linken Hand ist ein violetter, eckiger Würfel, der aussieht wie ein Apfel. Wie ein Kubus, Apfel wie ein Kubus. Oben Stängel dran, unten, sagt der Vorarlberger, ich sag Franzl dran, wie auch immer. Hand hoch, wer sich diesen violetten, eckigen Kubusapfel vorstellen kann. Gar nicht so einfach. Ihr könnt gerne die Augen aufmachen. Bleibst du in der Vorstellung, Jenny oder wie? Versuchst du einen violetten, eckigen Apfel noch? Ja, genau. Es ist lustig, ihr müsst da nicht abbeißen, alles ist gut. Was will der Philipp euch mit dem violetten, eckigen Apfel sagen? Erstens einmal, diese Technik als solches ist eine von vielen Techniken, die es bei mir zu lernen gilt. So bringe ich Menschen Visualisieren bei. Und meistens funktioniert das recht gut. Ich habe jetzt nicht abgefragt, aber ich denke, diese Vorstellung aus den eigenen Augen heraus hat gut geklappt. Gut. Von außen zu sehen ist nicht für alle leicht, da tun sich manche Sportler leichter wie andere. Aber auch eine Möglichkeit. Wer hat sich diesen Büschel Geld auf dem Tisch vorstellen können? Ja, Patrick, boom, yes. Das war einfach. Hast keine leichte Aufgabe für mich, keine schwere Aufgabe für mich. Gut, hat funktioniert. Wer hat sich diesen violetten, eckigen Apfel vorstellen können? Auch einige. Wer nicht, das war eine Gegenprobe. Ich erzähle eine Geschichte. Als ich im Studium war, 2,5 Jahre Studium, klassisch 5 Semester. Ich glaube, am ersten, irgendwo im zweiten Semester, kommt mein Papa zu mir und sagt, so, jetzt hast du endlich was gelernt, was Gescheites, Bub, hilf mir. Jetzt könntest du mir eigentlich helfen, endlich aufhören zu rauchen. Dann sieht sie da und denkt, was sage ich jetzt? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin bei weitem noch nicht so weit, dass ich ihm erklären kann, wie das funktionieren könnte. Keine Idee. Dann habe ich überlegt und sagt, Papa, kannst du dir vorstellen, auf deinem Raucherplatz draußen auf dem Balkon, weil er hat es ja schon geschafft zu reduzieren, aber er hat es nicht geschafft, ganz aufzuhören. Und er hat es geschafft, nicht mehr in der Wohnung zu rauchen, sondern auf dem Balkon draußen. Kannst du dir vorstellen, du sitzt auf deinem Raucherplatz und rauchst nicht, sondern du hast irgendwas anderes. Und er hat geschluckt und überlegt und sagt, Philipp, das kann man nicht vorstellen. Und sagt, du passt, dann hast du eine Arbeit. Und ich war in dem Moment happy, weil da musste ich keine weiteren Fragen beantworten, auf die ich keine Lösung hatte. Die Realität ist aber, und der Punkt da dahinter ist, wenn wir uns das nicht vorstellen können, und jetzt nehmen wir mal an, diesen Büschel Geld auf dem Tisch oder in unserer Hand, auch wenn ich den noch nie in der Hand gehabt habe, als solches, wenn man das nicht vorstellen kann, wird es schwierig. Wenn ich mir das vorstellen kann, dann zeigt die Wissenschaft schon längst, ist die Möglichkeit, dass das real wird, exponentiell höher. Exponentiell höher. Mein Papa hat dann einen Herzinfarkt gebraucht, damit das versteht, aber auch ist auch eine Möglichkeit, dass man draufkommt, dass man vielleicht lassen sollte. Okay. Dieser violette, eckige Apfel soll symbolisieren, dass ihr euch alles,
was ihr noch euch vorstellen könnt und vorstellen wollt, möglich ist. Und ich mache das mit Sportlern immer wieder. Ich habe ganz viele Sportler bei mir. Und die sind alle noch nicht am Treppchen ganz oben gestanden. Oder die sind vielleicht auf dem Weg zum Profi oder so. Oder sind Profis und wollen eben ganz oben stehen. Und ich kann mich an eine, die ist schon 10 Jahre her, mindestens Situation erinnern, an einen Tennisspieler, den ich gehabt habe bei mir, der gesagt hat, ich habe da so einen Angstgegner und ich kann mir das nicht vorstellen, ans Netz zu gehen, Hand zu schütteln, mit dem Wissen, ich habe gewonnen. Sag ich, dann haben wir Arbeit. Wir haben es auch geschafft. Und ich weiß, das ist nicht immer einfach. Und jetzt können wir das Thema Geld hernehmen, wir können jedes Thema hernehmen. Aber wir müssen eines lernen, und das ist jetzt einer der nächsten Steps, wir müssen diese Visionen kreieren. Jetzt weiß ich, habe ich gar nicht im Kopf, ist der Marco nochmal dazwischen? Oder ich? Oder weiß ich nicht? Nein, es ist alles gut. Alles gut, gut. Alles super. Ich sage, diese Übung, das, wo der Philipp auch sonst macht, mit allen, aus allen Branchen, aus allen Persönlichkeiten heraus, das stimmt zu 100% auch im Finanzwesen zu. Wenn man sich das nicht vorstellen kann, wenn man nicht die Ziele vor Augen hat, dann weiß man ja nicht, wohin man laufen soll. Und das sehe ich auch immer, okay, wohin geht denn mein Geld? Ich sage immer, wo geht's hin? Und viele wissen es nicht. Ich habe sehr viele junge Leute, das schockiert mich immer wieder, so 12, 14-Jährige mittlerweile, die haben schon einige Jugendkonten, wo so vorne so ein kleiner Strich da vorne steht. In Rot, oder? In Rot, ja. Mhm. Und dann bin ich immer schockiert. Wie funktioniert das? Wer lässt das zu? Wieso lässt man das zu? Julian? Ist vollkommen richtig. Ja. 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 Und jetzt komme ich, das Schlüsselwort ist Konsumschulden. Mhm. Und wer hilft, der Julian hat recht, wer hilft diesen jungen Leuten? Kein Mensch. Und wieso nicht? Weil alle Geld verdienen durch diese jungen Leute, durch diese Konsumschulden. Und ja, meine Eltern mussten sparen. Damals, wo die gebaut haben, 14-15% Zinsen für den Kredit. Dann kommen Situationen, wo man sich leider nicht wünscht, aber die kommen. Und dann brauche ich Lösungsansätze. Ich brauche jemanden, wo mich vielleicht unterstützt, motiviert, dass ich wieder den Weg finde, wohin geht denn mein Geld? Was muss ich unternehmen? Wo muss ich arbeiten? Und das sind viele, viele kleine Schritte in diese Richtung. Und die jungen Leute kommen dann und sagen, okay Marco, komm nicht mehr weg. Wie der Julian sagt, heute, ja, jeder finanziert die Couch, den Kühlschrank, die Waschmaschine, das E-Bike, das Auto. Ja, bitte. Beidseits, ja. Besonders die Regelung mal für eine Grundschule. Andere, die Hannah sagt, die sind nicht, die sind nach wie vor immer noch. So Vermögensaufbau lernen, die mit dem Kriegen. Ganz viele andere Dinge, die du wahrscheinlich nicht brauchst. Genau. Und das ist gut, weil wenn ich über Schule spreche, meine ich tatsächlich von Grundschule bis, da sind viele Jahre Zeit dazwischen, über die man eigentlich aufklären könnte, wie es funktioniert. Also so sehe ich es sich. Ja. Bin ich dabei. Es stimmt, ja. Ich bin schon bei Ihnen, dass die Eltern eine Riesenverantwortung haben. Aber ich kenne sehr viele junge Eltern. Was machen denn die? Die gehen um 6 von zu Hause weg, haben einen Job, kommen um 13.30 Uhr nach Hause, machen kurze Mittagspause, dann gibt man den Kindern was?
ein Handy und dann gehen sie in den Zweitjob. Und wann nehme ich mir Zeit und bringe meinen Kindern das bei? Und das ist Praxis. Ich bin ganz ehrlich, ich habe viele ältere Schichten, da bin ich froh, die haben das von ihren Eltern gelernt, haben das weitergegeben. Aber wenn da 2, 3 Generationen danach kommen, dann muss ich ganz ehrlich sein, bin ich mit ihnen nicht einer Meinung. Weil in der Praxis, wenn ich heute mir das vorstelle, da kommt ein 12-Jähriger, jammert die Eltern voll, und sagt, ich muss unbedingt, unbedingt das und das haben. Weil alle rundherum das auch haben. Mhm. Und wenn ich dort nicht dazugehöre, dann bin ich nichts wert. Und jetzt kommt's. Ich bin nichts wert. Das ist das Gefühl dahinter. Ja. Und das ist schon etwas, wo ich sage, okay, das ist ein Wahnsinn, was da abläuft. Und ich wäre froh, es gibt schon Eltern oder Großeltern, wo noch versuchen, einen Zugang zu bekommen. Aber da bin ich schon mit dem Herrn da ganz hinten in der letzten Reihe auch d'accord. Der Zugang zu den Kindern zu bekommen in der heutigen digitalen Welt, sehr spannend. Also mein Cousin schafft es mit seinen 4 Kindern nicht. Und das ist ein Knochenjob. Richtig, ja. Aber ich habe es auch. Aber ich bin voll d'accord mit dir, weil es ist ein Elternjob und ich bin d'accord mit Marco, es ist ein Knochenjob, das jeden Tag zu tun und sich irgendwo dazwischen eben diese Zeit zu nehmen, das vorzuleben, vorzuzeigen, zu zeigen, wie es wirklich funktionieren kann. Meine ist jetzt zwar erst 4 Jahre alt, aber ich bin jetzt schon mir klar darüber, was da alles kommen wird. Bin ja nicht über alles gewappnet, aber ich werde mich wappnen. Ja, okay. Die Chance besteht noch. Okay. Wollen wir weiterkommen zu diesen Schlüsseln und zu diesen Ideen. Eine dieser Ideen haben wir jetzt schon erkannt, hoffe ich. Wir brauchen eine Vision eben dessen, was wir wollen, wie wir es wollen. Und noch einmal, was wir eben nicht wollen, das ist unsere klassische Erziehung, oder? Weil das, was wir eben nicht wollen, was wir ja nicht haben wollen im Leben, die Beziehungen, die was auch immer, das kennen wir. Das wissen wir ganz sicher, was wir nicht wollen. Leider ist es in unserem Leben gar nicht so einfach, weil das Universum und unser Unterbewusstsein kennt für nicht und für keine, da gibt es keinen Begriff. Sprich, jetzt kommt wieder dieses Spiel, alles ist Energie. Und ich ziehe Energie an. Deswegen mal ein anderes klassisches Beispiel, wenn es heißt, ach, diesen und diesen Mann oder diese Frau, so eine Art von Mensch brauche ich nicht in meinem Leben. Will ich nicht in meinem Leben. Was ziehe ich an? Jawohl, danke Leute. Ein paar lachen, weil sie es wahrscheinlich schon selber erlebt haben. Tut mir leid, ich kenne es auch. Also es ist einfach so. Das ist einfach so. Also wir müssen wissen, was wir wollen. Wir müssen vielleicht auch wissen, wie wir es wollen. Jetzt ist aber eine Sache für mich wichtig, dass ihr das auch wisst. Die Frage, wie komme ich dorthin, ist unwichtig. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Als ich mit Ende 20 entschieden habe, eben studieren zu gehen, aus einem Job heraus, an dem ich alles hatte. Ich hatte Auto, ich hatte viel Verantwortung, 60 Leute unter mir, Status, bla bla bla, habe alles gehabt und habe gesagt, so, ich mache was ganz anderes. Mein Papa hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wirst du nicht diesen guten Job wegschmeißen und bla bla bla. War überhaupt nicht wichtig. Ich hatte keinen einzigen Cent für eine 12.000 Euro Ausbildung über. Keinen einzigen Cent. Das war mir egal. Wieso war es mir egal? Weil meine Vision dessen, was ich mit dem machen will, so groß war, dass es klar war, dass ich das mache, egal was, egal wie.
egal wie. Ich habe null drüber nachgedacht, null. Habe einen Job gewechselt, der mein Leben finanziert hat, habe Zeitung ausgetragen, 4 Uhr morgens in der Früh, der mein Studium finanziert hat. Easy, geht. Die Frage des Wie ist total unwichtig, weil wenn ich weiß, was ich will, dann werde ich dorthin gehen. Der Weg dorthin, er wird so zielgerichtet sein, so genau ihr wisst, was da vorne sein soll. Und ich habe das heute am Mittagstisch schon mal mit ein, zwei Leuten, haben wir das zum Thema gehabt. Jetzt hat mir der Gedanke verloren. Wurscht, kommt vielleicht später nochmal. Spielt keine Rolle. Außer der Gary weiß es noch. Egal. Kommt vielleicht wieder. Wir haben aber noch ein paar Techniken weitere mitgebracht. Arigato. Wer hat diesen Begriff schon mal gehört? Oder wer weiß, was das bedeutet? Elisabeth, ganz hinten, glaube ich. Okay. Danke. Genau. Samurai. Danke. 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 Und der Philipp sagt, also diese Idee kommt von Ken Honda. Wer sich mal mit finanzieller Bildung oder diesen emotionalen Thematiken und mentalen Thematiken beschäftigen will, kann gern natürlich, wahrscheinlich kennen den viele, Robert Kiyosaki sich beschäftigen oder eben Ken Honda ist auch ein Koryphäe auf diesem Feld. Die Arigato-Technik, und da sagt jetzt eben der Philipp, es ist egal, ob du sagst Arigato, Obrigado, Danke, Thank you, was auch immer. Der Gedanke dahinter ist, ob das Geld zu mir kommt oder ob es mich verlässt, ich bedanke mich. In beiden Fällen. Weil es ist aus irgendeinem Grund gekommen, irgendjemand hat mir was gegeben, aus welchem Bezug auch immer. Da bin ich auf jeden Fall, da sind wir immer dankbar, oder? Wenn es geht, sind wir nicht immer dankbar. Wenn es aus der Hosentasche wieder rausgeht, beim Mittagessen, beim was weiß ich wo, das hat aber auch ein Danke verdient. Beim Geld, bei dem, dass es im Fluss ist, bei mir, danke, genau, bei mir, weil, wieso habe ich jetzt am Mittag Geld ausgegeben? Für Essen. Ja, nicht damit ich jetzt, keine Ahnung, weil man das halt so macht, oder? Haben wir immer schon gemacht, wie war das am Vormittag? Haben wir immer schon so gemacht. Nein, deswegen tun wir es nicht. Können ja auch verzichten. Ich könnte aber auch sagen, okay, boah, aber heute ist so ein geiler Tag. Ja, der Salat ist schon auch noch drin, oder? Und keine Ahnung, das extra Bier, das zweite, das nehme ich jetzt auch noch mit. Weil ich mich mag. Weil es schön ist. Weil ich diesen Genuss vielleicht mag. Dann kann ich ja sagen, okay, jetzt habe ich nicht 11 Euro bezahlt, sondern 15. Danke, es war schön. Mini-Beispiel, banales Beispiel, vielleicht blödes Beispiel. Aber ein tägliches Beispiel. Arigato, obrigado, was auch immer ihr sagen wollt. Ein Klassiker inzwischen ist diese 70-10-10-10-Regel. 70% des Geldes, das wir verdienen, soll dafür da sein, unseren täglichen Lebensunterhalt zu managen. 10% ist das, was der Marco vielleicht vorher gesagt hat, was ich so nehmen würde als Belohnungssystem, als Spaßgeld für mich, für meine Gaudi, für mein was auch immer, für meine Belohnung. Ein paar haben ja aufgezeigt, oder? Es geht nicht darum, ob das jetzt 10% sind oder mehr oder weniger. Wenn die Schuhe mal 200 Euro kostet haben, keine Ahnung. Spaß beiseite. 10% soll natürlich als Puffer auch da sein, weil man weiß ja nie. Und 10%, wenn möglich, oder dort sollen wir dann hinkommen, diese auch zu investieren. Und dann sind wir jetzt langsam bei dem Gedanken auch beim Vermögensaufbau. Und ich sage euch eines, es geht wieder dort genau in diesem Punkt nicht darum, sind das 10 Euro oder sind das 10.000 Euro. Weil wir glauben oft einmal, also ich habe das lange geglaubt, es braucht viel Geld, große Geldmengen, damit ich mal gescheit investieren kann. Weil erst wenn ich das habe, dann kann ich ja wirklich investieren. Ich glaube, der Marco behauptet da nämlich genau auch was anderes. Das ist richtig. Also ja. Ich glaube, dass man durch diesen Schlüssel, was wir zusammen uns angeschaut haben, dass wir schauen müssen, 70% brauchen wir für unser tägliches Leben. 10% ist dieser Spaßfaktor oder diese Geldbüchse, wo ich sage, okay, da greife ich rein und das mache ich. Und da bekomme ich sehr viel zurück und ich fühle mich super. Dann weiß ich am nächsten Tag, für was ich wieder arbeite, weil ich das immer wieder möchte.
10%, sage ich, ist die eiserne Reserve. Das kommt von meiner Oma. Die hat immer so ein Glas gehabt und hat immer da das Geld hineingesteckt, weil sie den Banken nicht vertraut hat. Vor 80 Jahren, bitte. Und dann 10%, wo ich sage, okay. Jetzt, wieso haben wir jetzt da gleich gelacht? Ja. Unglaublich. Vertrauen nicht alle dem, okay. Also sonst jetzt nicht verstanden. Ne? Ah, okay, zu dem kommen wir noch gleich. 10% bin ich der Meinung, egal mit welchem ein Stück Euro ich beginne, spare ich mir an, dass ich auch Investitionen machen kann. Und das ist auch machbar. Ich brauche nicht zu Beginn große Summen. Ich brauche nur ein gewisses Startkapital, wo ich sage, okay, das kann ich aufteilen und investieren, dass ich, immer sprechen Sie alle über dieses passive Einkommen. Und ich sage immer, okay, das musst du dir aber irgendwie aufbauen. Du musst da wissen, wo investiere ich? Kommt das automatisiert oder ist das nur einmalig? Und wenn ich dort richtig diesen Ansatz mache und dort investiere und ich das regelmäßig mache, diese Fähigkeit, dieses Mindset bekomme, meine Glaubenssätze, immer wiederhole. Das ist ein Muster daraus baue, ja. Da kann nichts schief gehen. Und das Geld kommt. Und es kommt noch viel, viel mehr. Glückliche Menschen, zufriedene Beziehungen, weniger Krankheiten und das ganze Pipapo. Und die Oma hat damals schon recht gehabt, muss ich ihr immer wieder sagen. Ja, das ist so, ja. Ja. Bitte? Die eiserne Reserve. Spannend, ja, kann man alles vergessen, ja genau. Aber was ist denn eine eiserne Reserve aktuell für jeden Einzelnen? Plastikkarten, Münzen, Fiat-Geld? Ein bisschen was habe ich noch. Also ich habe leider keines mehr. Es ist schon weg, alles weg. Nein, ich sage, ich muss es auf die Seite legen. Wir haben ja gar keine Alternative. Ich bekomme von vielen jungen Leuten, 15-, 16-Jährigen, die kommen zu mir, Marco, Krypto, Coins. Und ich sage, super, 1 Euro schickst du über die Börse und kaufst du einen Coin. Wo ist denn der Coin? Digital. Und ich komme dann und sage, okay, Strom aus, eiserne Reserve weg. Ui. Danke. Danke. Ja. Hoffentlich. Ja, aber ich sage immer, okay, wir haben vorher alle, genau, vorsichtig, wir haben alle geschmunzelt über das Bankensystem. Und wenn ich mit den Bankern spreche und die, wo ich sage, okay, die das Bankensystem schon länger kennen, die sagen einfach, Marco, das ist nicht mehr das Bankensystem, was wir kennen. Das bekommen wir auch live mit. Sparbuch, Geschichte, Konten, Geschichte, Online-Sparbuch, Geschichte. Aber was passiert denn? Wo verdienen diese Banken jetzt aktuell Milliarden? Ja, und jetzt komme ich wieder. Negativzinsen, Konsumschulden. Bitte? Aktien, ja. Wenn der Aktienmarkt extrem weitergeht, so wie die letzten 2 Jahre schon. Ja, genau. Aber Staatsanleihen, ja, spannend. Ich sage jetzt noch ein Thema dazu. Steigende Zinsen. Viel Spaß im Herbst. USA, 2 Zinserhöhungen. Nur, dass man das mal weiß. Die Banker wissen das. Wer hat es denn schon mitbekommen? Klar, Internet, Medien. Die Informationsquellen sind groß. Wir bekommen es mit. Aber wer macht was? Ich kenne niemanden, der jetzt Aktien. 2 Jahre, super, 25-28% pro Jahr. Vor 3 Tagen Aktienkurs, pssst, minus 36. Ah, Notfall, eiserne Reserve. Nimm mal das Geld raus, wenn der Kurs minus 36 hat. Zu wem gehe ich dann? Zum Banker? Ich habe es am Mittag heute Julian gesagt und seinem
Freund, dem Vincent, habe ich gesagt, okay, ich habe noch keinen Banker, keinen Vermögensberater, keinen Versicherer kennengelernt, wo gesagt hat, okay, ich gebe Ihnen das Geld zurück. Wie? Und das ist mein Geld. Die arbeiten mit meinem Geld. Früher haben wir Sparbuch gehabt, 4%, 5%, 6% bekommen. Was machen die Banken heute? Minus, Konsumschulden, GEMA, viel Gebühren, viel Spaß, kommt auch schon auf uns zu, Gebührenerhöhungen. 20, 25 Euro pro Quartal. Für was? Was bekomme ich von diesen Banken? Ja, aber deshalb sage ich ja, Eisenreserve. Spielgeld ist ein guter Tipp für uns für später, glaube ich, ja. Wenn das passt. Weil ich habe schon bemerkt, wir sind die zwei kleinen Gottschalks. Wir sind da brutal in der Zeit. Brutal in der Wette. Aber das nehmen wir gerne auf. Ja, das nehmen wir unbedingt auf, weil es gehört für uns ein bisschen dazu. Ich würde noch gerne zwei Punkte kurz durchgehen, bevor wir eine kurze Pause machen für einen Follow-up-Workshop. Dass es auch noch einen Kaffee Zwischenpause gibt. Genau. Wir nehmen das mit. Ein Schlüssel noch, auch ein inzwischen fast schon Klassiker. Und hier geht es auch nicht darum, eben bin ich angestellt oder nicht oder selbstständig. Rule number one, Regel Nummer eins, pay yourself first. Ich bezahle mich als Ersten. Und die selbstständig sind da drin, die kennen das. Weil plötzlich kommen Rechnungen ins Haus, mit denen hast du gar nicht gerechnet, dass es sowas überhaupt gibt, was man alles bezahlen darf. Also als Angestellter kennst du das nicht, oder? Ja, als Finanzamt ist ja eine Sache. Genau. Und dann bam, 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 bam. So, dann ist der erste des Monats. Machen wir das Bankkonto auf. Haben mal da 10 Zettel liegen, 10 Rechnungen liegen. So, was machen wir jetzt, oder? Also ich war so und ich bin so. Heute auch noch. Als erstes schaue ich, okay, ich will das bezahlen. Also das ist meine, da bin ich fast schon an der Ehre gepackt, dass ich sage, okay, ich will das bezahlen sofort. 30 Tage Frist und so, ja, verstehe ich, ja, ich will es bezahlen, ich will es weghaben, oder? Pay yourself first. Du bist der Erste, der zum Zug kommt. Sprich, und das meine ich ernst, diesen gesunden Egoismus brauchen wir. Und das, ich sage das bewusst so. Ich muss an erster Stelle stehen, egal um was es geht, ob es ums Geld geht, ob es um sonst was geht, immer. Weil wenn ich nicht glücklich und zufrieden mit mir selber bin, dann habe nicht nur ich ein Problem, sondern auch mein Umfeld. Und das ist auch wieder eine reine Energiegeschichte. Und das kennen wir auch. Wenn es uns gut geht, wie reagiert das Umfeld auf uns? Können wir jetzt die Beispiele machen, so wie der Pierre mit uns das halt gemacht hat. Wir haben alle reagiert, alle haben es lustig gehabt. Wenn wir das Negativbeispiel machen, passiert auch das Gleiche. Wie reagieren die Leute? Auch so, logisch. Wir müssen uns selbst zuerst bezahlen. Irgendeinen Anteil müssen wir uns geben. Egal, was das bedeutet. Den lassen wir ein bisschen beiseite. Und da kommt, genau, ich habe das extra nochmal aufgeschrieben, dieses Belohnungssystem muss da mitspielen, bitte. Wir sind als Kind schon so miterzogen und das ist eine gute Sache, wenn ich weiß, wie ich mit diesem Belohnungssystem spiele. Weil es halt mir super motiviert. Und es haltet super viel Spaß oder bringt super viel Spaß in mein Leben. Und dann kommen wir jetzt noch zu einer Sache, die wir oder ich oder wir beide, ich habe es dann so benannt am Ende des Tages. Dieses 3P-Prinzip. Kommt wieder der Engländer, eigentlich der Amerikaner in mir raus. Das erste ist Power. Und Power ist das, was wir natürlich auf der realen Seite haben und erleben und verdienen oder extra verdienen oder irgendwelche Zuströme haben, die vielleicht nicht nur einmalig sind, sondern kontinuierlich sind. Das ist Power. Power ist aber auch immer.
Und eine Sache muss ich noch schnell aufgreifen. Dieses Bild stimmt vom Eisberg. Das kennen wir alle. 10, 90. 10 da, 90 da. Oder da, oder wo immer ihr das spüren wollt. Es ist so. Unser Unterbewusstsein weiß alles. Das spielt alle Programme, und zwar so, wie wir das irgendwann einmal eingegeben haben. Oder irgendwer uns irgendwie eingegeben hat. Glaubenssätze, da kommen wir wieder dorthin. Also, schreiben wir da Mindset dazu, oder? Schreib es jetzt einfach mal so hin. Das zweite P ist der Profit. Zum Profit gehört für mich eben dazu, dass wir auch diese Zuströme haben, dass wir nicht nur eben unser tägliches Leben verdienen können und that's it, sondern dass es vielleicht auch etwas mehr gibt. Und für mich gehört eben auch dazu die Antwort auf die Frage der 10.000 Dollar oder Euro Skill. Das ist Profit, weil dann werde ich immer etwas mehr verdienen oder die Möglichkeiten haben. Und das ist Punkt 3. Ups, Possibilities, die Möglichkeiten, weil wenn ich das habe und das ist wirklich Schritt 1, 2, 3, da muss ich mir um das nämlich tatsächlich gar nicht mehr Sorgen machen, weil diese Möglichkeiten kommen. Diese Möglichkeit ist zum Beispiel, dass ihr heute da sitzt, weil ihr wieder irgendeinen neuen Input kriegt, ob der von uns ist, von der Steffi, von der Genie morgen oder sonst wem. Das sind Possibilities, das sind die Möglichkeiten, die kreiert wurden, weil er sagt, hey, das wäre, glaube ich, eine coole Geschichte, da könnte ich was lernen. Weil er eine Energie raussendet und Energie zurückbekommt. Ob die Energie Geld heißt oder was auch immer, ist wurscht. Die Possibilities kommen unweigerlich. Wenn das stimmt, wenn man das vorantreibt, dann kommt das, ob du willst oder nicht, unmöglich. Nicht zu stoppen. Unweigerlich. Gut. Einmal durchschnaufen, einmal ein Kaffeechen trinken, vielleicht noch die eine oder andere Frage im Kopf durchdenken, weil wir fangen nachher mal mit Fragen schnell an und würde sagen, geht es in 8 Minuten auch? Bis gleich.